Miri, rette vereint los. Ja. Ich tausche Chantal meinen Carpador weg. Kriegen wir einen Baloui, als er klein war. Süß. Erstmal ein Pikachu wegtrainen, habe ich gehört. Oh, ich weiß schon wieder nicht, welche Tasten ich wann drücken muss. X und Y. Alt F4, okay, warte. Weiß Blau lieber auch noch, wie man das Spiel spielt? Kann man da nochmal drüber reden? Warte, warum? Also sobald es Baloui allein gegen alle anderen. Ein Dreier-Team gegen einen spielt, wollte ich auch gerade sagen. Also ich bin jederzeit bereit, Miri bei uns Duellasyl zu gewerben. Das Arceus haut dem Ratzfratz aufs Maul, aber das Ratzfratz hat einen Fokusgurt an und kann deswegen nicht gewonnen werden. Dann setzt es im gleichen Zug die Fähigkeit ein, dass es Arceus auf dieselbe HP-Anzahl runtergesetzt wird. Und dann ruckzuck ihn. Ja, das ist fies. Ich liebe es. Oh. Ich glaube daran, dass du das schaffst. Baloui vergisst ja auch zu healen, ja. Das ist wie ich es immer sage. Was soll denn das? Wir sind eine ganz andere Gruppe, ja? Können wir mal beim Thema bleiben, glaube ich. Ja? Zaubertausch ist drin, ja. Heißt es auch Zaubertausch oder Wundertausch? Oder heißt es jetzt Überraschungstausch? Aber es ist auf jeden Fall drin. Fantastischer Flohmarkt. Geholt hast, den habe ich gekriegt zu der Zeit. Final Fantasy. Wir haben das Final Fantasy Event gehabt. So, wir haben den 30% der Hase. Immer der Hase. Ich hasse ihn. Aber den 30% Ring habe ich noch. Ja, heute kam ein neuer Trailer, wird das Pokémon gezeigt. Ja. Das war wieder so YouTuber-mäßig gemacht. Ah. Da ging es so um nachts draußen Geister-Pokémon suchen. Mhm. Was hat sie gesehen gehabt? Oh, was war das erste? Was war denn das erste? Hier Mimikyu oder wie das heißt. Ah, genau, Mimikry. Mimikry, dann Gengar und dann kam. Ich dachte erst, das wäre ein Lichtel, weil es halt erst so aussah, ne? Weil es Kerze war. Auf geht's. Hallo, Miri hat gesagt, für 5 Euro dürfen wir dich als Umzugshelfer ausleihen. Was? Geld das heißt, sowas hätte ich nie gesagt. Hä? Seid ihr blöd? Was für einen Stundenlohn verhandelst du denn da für mich? Gut. Auch 5 Euro für den kompletten. Ich bin schon froh, dass ich nichts zahlen muss, dass sie dich nehmen. Ja, wow. Das ist eigentlich nicht mehr. Oh, Morpeko und Felino. Die will man ja nicht umbringen eigentlich. Ja, niemand darf was gegen Felino tun, weil das ist sehr niedlich. Schlechtes Wi-Fi. Wenn ihr das kaputt macht, kriegt ihr kein 5G. Ich hab das Gefühl, dass das hier. Ja, aber das wollen die doch meistens noch nicht. 5G ist doch gefährlich. Ja. Die Battle-Theme ist aber schon geil. Warte mal, ich habe eine Idee. Let's go. Nee, Mist. Dann mach ich so. Ich könnte Baloui angreifen. Warum? Oha! Wow! Ich hoffe, der war richtig. Ja, Rasierblatt hat super verfehlt. So ein Schimmel. Ja, aber vierfach effizient gewesen. Hast du gerade einen Regentanz eingestellt, Blauli? Nein. Sieh nur, ich tanze. Hat der H2O-Absorber? Das ist einfach ein krasses Felino. Was ist jetzt kaputt? Ja, es ist wütend. Alter. Warum machst du mein Pokémon wütend? Weil es nass ist, denkst du, oh, scheiß Wetter, hier will ich aber machen. Schau mal jetzt. Der rausfindet, dass sich das jede Runde ändert. Ist das echt so? Wechselt mein Pokémon das? Ich habe das Pokémon nie gespielt. Noch nie. Überraschung. Morpeko ist wirklich ganz cool. Nicht. Ich mag auch diese zweite Version. Das ist gerade, ist es jetzt Unlicht und danach ist es wieder für eine Runde Elektro und dann ist es wieder Unlicht und dann ist es wieder. Geht Morpeko zurück. Nice, sehr gut. Wäre ja auch nicht so schlecht. Jetzt ein Feuer-Pokémon, Baloui. Komm schon. Ja, das wäre wild. Ja, Baloui. Bestimmt. Natürlich, ich habe ein Feuer-Pokémon dabei, natürlich. Es ist ein. Einfach normal geil. Oh, ich krieg Flashbacks. Ja, klatscht das super ist schon weg. Ein gemein, also. Das hätte ich auch gehabt. Also ich habe nicht so gute Nachrichten, was meine Pokémon angeht. Toll, das hätte ich auch gehittet, ey. Nee, das ist ein 85er Hitchhaus, also. Ich hoffe, du hast was Gutes, Miri. Irgendwas Gutes. Ein Kaktus. Ein Maraktus. Ist das gut? Ich bin noch nicht sicher. Also ich kann hier. Ist das für beide? Nee, ist nur für einen. Also bringt uns das nichts. Ich glaube, hier ist das Beste zu wechseln, oder? Oder? Du wolltest mich Baloui nennen, ich sagte gar nichts. Dann kämpfe ich weiter. Das ist. Ich bin vielleicht enttarnt worden in dem Fall. Ja, Blattgeißel
Ja, wir haben mit Drain ihn halt. Wow. Ja. Oh, Gegenstoß. Oh, auf mich. Aua, ins Gesicht. Ja, aber er schwächt sich damit. Ah. Was ist das denn? Aber macht mich langsamer. Warum mich auch? Warte uns alle. Ja. In drei Runden ist das Ding das schnellste, was jemals existiert hat. Harte Rakete 1. Ja, macht euch alle langsamer. Ist eine Rakete nicht ein Mehrfach? Dachte ich auch. Oh nein. Am Ende des Tages sind wir so langsam. Wir laufen rückwärts. Die nächste Runde werde ich wahrscheinlich der Schnellste im Ring sein. Ja, das sehe ich auch. Das werde ich zwar nicht überleben, aber ein Debuff. Nein! Oh, ich bin sogar noch dran. Was? Oh, und Gesang hittet. Nun, ist schon okay. Richtig wild. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wir sind sowieso so lahmrig. Ja, im Prinzip schlafen wir schon. Ja, wild. Dann habe ich hier nur eine Sache einzusetzen. Ich mache jetzt keinen Damage, Dalu. Ich müsste jetzt der Schnellste sein, oder? Nee, Miri war noch schneller. Nee, aber nicht durch die Initiative. So. Ich bin trotzdem noch langsamer. Scheiß Ding, weg damit. Ist aber auch lahm. Aber ihr kriegt noch mal die Initiative. Ja, für die nächste Runde dann. Nun. Jedes Pokémon, das du jetzt einwechselst, ist auf jeden Fall schneller. Ja, Johann, Mirio, wir spielen Zaubertauschkampf. Ich meine, das heißt, wir tauschen 6 Pokémon im Zaubertausch raus und kämpfen dann mit denen gegeneinander. Ja, aber es ist ja nicht zu null. Ja, das ist schon immerhin. Das ist schon das Mindeste. Dann ist eigentlich schon alles erreicht. Nachmacher! Nee, meins sieht anders aus. Hast du dich auch ein Mopeko zur Auswahl, Chat? Fast. Miri, was machen wir denn jetzt? Ich schlafe. Miri wacht jetzt erstmal auf. Klar. Ist fix auf 3 Runden, oder? Ihr müsst mich nicht angreifen. Ich schlaf bis zum Ende des Kampfes. Komm, gib ihm da ein bisschen Elektro. Schade. Ja, bum, 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 bum. Ja, der ist nächste Runde weg. Oh, was? Needle Rocket. Jetzt einfach 5-mal treffen. Komm schon. Nee, noch 2 ist Schluss. Ja, ich fürchte auch. 2, nochmal, komm. Ja, 3. Ja, nochmal. Ja. Oh, 4. Oha. 5? Ja, jetzt, also. Ich freue mich später auf Packs aufmachen. Ich habe gerade mein ganzes Glück aufgebraucht. Ich habe nicht den Balui, hast du jetzt was gegen Miris Monster? Weil ich kann Balui raus, ich kann beide angreifen. Aber ich will. Glaubst du, ich habe das nicht gemerkt, dass du das mit Absicht gemacht hast? Oh, es hat Transformation. Obwohl, jetzt würde ich sagen, du greifst Balui an. Du machst Balui weg, ja? Shadows Limeo, Mirio. Finde ich halt jetzt auch nicht so cool. Kannst du mich bitte nicht wegmachen? Also ich greife nicht sein Pokémon an. Ich habe meinem gesagt, ja, mach Balui direkt. Ne? Also ja, hau ihn da hinten weg. Richtig aufs Maul jetzt. Wir beißen mal da auf die Pflanze. Ein Kaktus beißen würde ich nicht empfehlen. Nein. Ja, verfehlt. Oh, nein. Ich mach das, ich bin überlebst eine Runde, ne? Ja, ich habe ja... Ich kriege noch der mit deinen scheiß Wurzeln. Hallo, bin wieder normal, bin wieder da. Hi. Schön, dass du da bist. Wieder gut gelaunt. So. Miri, wenn ich eine Attacke hätte, die dich auch trifft, darf ich die einsetzen? Nein. Ja. Nein. Ja. Ich bin doch, würde ich machen, sie ist eh fast tot. Also jetzt würde ich das, jetzt oder nie? Weiß nicht, klingt nicht so nett an. Nicht, du kannst eh nichts mehr einsetzen. Tschüss. Ich hätte aber auch richtig viel Glück mit den Pokémon. Also wirklich. Also ich bin zurückgesteckt. Wow. Erfolgreiche Runde hier an der Stelle. Das also. Und du bist ziemlich langsam, Miri. Nicht, dass du nochmal gebissen wirst. Ich weiß auch nicht, weil so. Da gucken wir erstmal, wer da kommt. Der diesen Pummeluff. Gute Pokémon. Macht Gesang und ich bin so stolz auf dich. Katze seiner, ja, das stimmt. Also ich meine, das hat deine Frisur. So eine Locke vorne und sonst nichts. Maraktus kann nicht Vegetarier sein, oder? Wie ein Tiefschlag, ey. Mal weg! Ich hab's versucht. Ja. Ich war halt auch, also mit Schaden ist halt auch. Wenn das Vegetarier ist, habe ich gerade ein großes No-No gemacht, aber das war ein gutes Lichtschild. Gutes Lichtschild. Aha. Okay, ja, gut. Guter Damage.
Kriegt dein Lichtschild. Versuch's mit noch einem Tiefschlag, vielleicht hilft's. Ja, sie muss Tiefschlag einsetzen, also überleben wirst du es eh. Sie kann nichts anderes machen. Ich Warum weiß nicht. Weil ich schneller bin. Außer sie macht Tiefschlag. Mhm. Ich könnte Baloo angreifen. Nee. Ja, das geht. Dann greife ich nicht an. Hä, warum mich denn? Nicht Miri beißen. Oh. Ja, Miri. Ja. Na, Hauptsache, deinem Pummeluff geht's gut. Diebeskuss. Ja, warum auch mich finishen, ne, Blauli? Hätte das Ding gefinisht? Ja, na klar, ich hab 9 HP. Das sieht bei mir nach mehr aus. Nee, das sieht bei dir nach mehr aus. Das sieht nach sehr viel aus. Richtig viel. Das Gute ist, wenn wir beide erstmal Danu komplett raus hätten. Dann habt ihr immer noch 3 Pokémon bei mir. Warum werde ich eigentlich immer gefroren? Weiß es nicht. Dann gehe ich jetzt Giga Dynamax. Element hatte ich gerade verfehlt? Ich hatte verfehlt, oder? Du hast natürlich verfehlt, ja. Ja, mache ich gerne. Kein Problem. So, ich wechsle. Ich habe nämlich die doofe Schildkröte. Die müsste gegen Miris letztes gut sein. Da muss... Ja, du musst eigentlich jetzt angreifen. Ah, gebaitet! Zack, nimm das! Wow! Ernsthaft? Eine kleine Brandstempel auf meinen Nacken. Mach das doch mal eine kleine Schelle für Baloo. Nee, das ist doch mal nicht so nett, Dalu. Das ist ja mal so überhaupt gar nicht nett. Der hätte gleich noch einen Tag. Hier, gib mir mal ein Küsschen, Dalu. Oh, das ist es, glaub ich, ja. Ah! Nein! Der Ein-KP. Ach, come on! Hallo, Baloo. Ach, das hat er doch nicht verdient. Baloo, nennt man ihn auch. Scheiße. Ja, das sieht ja gut aus. Wir haben gewonnen, Miri, an der Stelle. Ja, eindeutig. Gewinner der Herzen. Ich habe gar nicht T-Shirt an. Ich bin fein. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, das endet nicht ganz so gut. Toll. Ui, was suchst du? Raus mit mir. Also ich dachte, ich nehme mich mal schlafen. Oh, da ist der Wagen. Aber der hält halt echt viel aus, ist, ne? Ist halt wirklich ein Tank, ja. Oh, auf mich, das ist aber gut. Also das ist ja optimal. Oh, das nimmt ihm auch, glaube ich, die Schwäche gegen mich. Feurio. Ausbrennen, ja. Ja, Ausbrennen nimmt ihm ja die Feuereigenschaft. Jetzt hat er zwar keinen Step mehr, aber er ist auch nicht mehr anfällig für meine Aquaknarre. Aber da merkt man wieder, dass Miri halt wirklich das komplette Team von denen carried, ne? Das ist halt wirklich insane. Hä? Wie meinst du das? Ich hab einfach mit meinem Pummeluff auch sehr gut. Der einzige Grund, warum du den Pokéball nicht auf die falsche Seite des Feldes wirfst, ist, dass Miri nicht ausrichtet. Ich hab das Gefühl, wir haben heute dieses Mobeko sehr oft gesehen. Es ist nicht vorbei. Nee, warte mal, ich bin immer noch sehr effektiv. Ja, leider. Außer ich bin jetzt gar kein Typ mehr. Ich werde nur nicht mehr vierfach, ne? Ja. Brandstempel hast du eingesetzt. Kümmere mich da drum. Was? Um mich oder um Miri? Nee, du greifst Miri ruhig an, du machst Miri ruhig weg. Ich finde, die zwei Elektro-Pokémon sollten auf das Wasser. Ich gar nichts machen. Das ist schief gehen. Der Call kam zu spät, glaube ich. Nee, ist nicht Miri hat nichts gemacht. Nee, passt nicht. Brutzel! Das, was ich gemacht habe, ich dachte halt, natürlich. Dass natürlich. Oh, paralysiert. Es ist gemein auszunutzen, dass ich immer Pech habe. Ich hätte hier einen physischen Angriff halt zurückgeworfen, aber das ist... Ja, das hat nichts mit Pech zu tun, Miri, das ist 100%. Das Wangenrobler. Nein, dass die Paralyse direkt wirkt, das ist Pech. Achso, ja, das stimmt. Ja, das muss man... Mann! Das sehe ich. Jetzt Lichtschild leider auch weg. Das hat uns ja auch geschützt. Stimmt. Ja, brauchen wir vielleicht. Ja. Komm, du bist jetzt wütend, Baloo. Sei wütend. Was versuchen. Was macht das Vieh denn? Doppelt so viel Schaden dann, oder was? Wer hat das behauptet? Beiß ihm in die Zehen oder so. Okay, es geht nicht. Das hätte mich auch gewundert, ey. Ich wollte es testen, weil du ja gerade deine Dingens vormachst. Ja. Halt immer noch doppelt effektiv, mir geht's gut. Aber nicht vierfach mehr, ne? Du schaffst das, Miri. Aua, Steine. Was soll das denn? Wow. Mit so einem Hallo, ey. Das ist aber nicht nett. Ey, das war aber ganz schön viel. Boah, let's go, Steine. Viermal. Seit Gen 5 geht das nicht mehr. Ach,
Dann haben wir ein Problem. Ich meine, wir haben sie fast down. Ich meine, fast quasi gewonnen so gut wie. Jetzt. Und Karkul ja, ist aber ich muss, von mir. Weil ich hab nix. Ich muss, wenn ich sie kill, wäre gut. Weil dann gab's du automatisch, okay. Dann hättest du automatisch den anderen angegriffen, weißt du? Komm, jetzt ja, paralysieren, dann du weißt, Baloo, dass wir, wäre jetzt du weißt, so optimal. Wir beide gegen Baloo verlieren, oder? Aber nein. Nee. Nee, wir schaffen das. Ich sag dir, ich hitte das, was du denkst, was ich nicht hitte. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit, 3 Runden auf ihn einzuprügeln. Darf ich jetzt? Morpekos Fähigkeit hat nichts mit dem Typen zu tun. Das ändert sich nur der Typ, seine Signature-Moves. Ach. Ich dachte, ich habe hier einen Big-Brain-Move. Eine Bigus Bedanus. Wie das kleine Ding da gegen die 2 Großen steht und so wütend aussieht. Es ist wütend und hat ganz viel Power. Batsch. Er wird getackelt. Wir haben ihn nicht. Wie so ein Chihuahua. So, ja, weg damit. Du weißt, dass ich nur Tackle hab. Und jetzt, hallo, ich bin eigentlich ganz lieb. So, was hast du noch? Naja, also, wir haben ja heute schon 2 Monpekos gesehen, also warum nicht 2 Gott, davon? Also, lass uns den schlafen. Folgender Trick, genau. Wir machen jetzt Gesang, hitten instant und dann verprügeln wir ihn die ganze Zeit, okay? Ja, Gesang und wir tackeln weg. Ich hab jetzt echt ein Problem, ne? Du beichst allem aus. Miri, eine nicht sehr effektive Attacke gegenüber einer neutralen Attacke, was ist besser? Ist egal, wenn beide Stärke 40 hat? Kommt drauf an, ob du bei einem Step hast oder nicht. Ja, richtig. Es ist kompliziert. Also wenn du... Ja, aber er ist Elektro und Licht, er hat beides. Er kann nur Step haben. Was hat er gelernt? Das ist ein Problem. Er hat nur Step, wenn die Unlichtattacke... Max, danke schön, dass du du einen Sub Ich hätte halt noch Mogelhieb, aber Mogelhieb weiß ich nicht, ob ich damit irgendwas erreiche. Nein. Sonnenschock ist nice gegen mich. Mogelhieb solltest du einsetzen, ja. Nein, nicht schon wieder Mogelhieb. Ja, aber ich habe ja nichts anderes mehr. Geh ruhig auf Tackle, du musst nicht gesagt machen, er hat gar nichts. Ich hab doch nur das und Mogelhieb. Wir haben ihn. Das ist jetzt nicht Mogelhieb. Ja. War wirklich seine Taktik, dass er jetzt Mogelhieb einsetzt? Ja, aber wäre ja Normalschaden 40 los. Gewesen. Nein, so funktioniert Mogelhieb nicht. Donnerschock. Ne? Komm schon, paralysier sie einfach alle. Wolflaubach, nein! Das Geile ist, ich bleib schneller als er und du wirst schneller als er. Wir haben ihn. Oh. Ihr wollt doch nicht diesem kleinen, süßen, niedlichen Gesicht etwas antun, oder? So freundlich. Guckt mal. Was ist denn eigentlich mit Robotria? Ist das schneller? Ich troll rein. Wenn ich das jetzt hier mache, pass mal auf, guck mal. Genau, darauf erst mal trinken. Sehr gut. Das reicht. Hast du die Frage eigentlich ernst gemeint mit Mogelhieb? Ja, beidesgehend. Ich dachte, Stärke 40 mal trotzdem Stärke 40. Setz Mogelhieb ein. Setz immer Mogelhieb ein. Also, Mogelhieb also, immer also nicht, einsetzen. Das ist doch ein laufendes Meme. An der Stelle. Ja, natürlich ist es das. Lauli, weißt du, wo dein Fehler liegt? Oder würdest du es wirklich nochmal versuchen? Also die Attacke geht auch nur... Ich hätte jetzt das gemacht. Setz immer Mogelhieb ein. Das ja, ist das Problem. Ich weiß, dass Mogelhieb... Das klingt ja auch geil, aber Mogelhieb ist doch... Macht doch, hat doch... Ich dachte dann...